Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Endral. Und der Gegenstand hat keine magische Ladung mehr. Gut. Aber mein Bogen schon, ne? Ja. Gut. Genau. Wir wollten ja weiter noch die Dinger einsammeln. Diese beiden gingen ja nicht. Da hat ja in der Rammer wieder ihre Scheiße rausgehauen. Also machen wir hier oben weiter, würde ich sagen. Dazu müssen wir, denke ich, glaube ich, vermute ich, einfach nur hier an der Küste entlang, hoffe ich. Und dann... Also wenn ich mir vorstelle, dann gehe ich da hier den Weg und hier... Das ist wahrscheinlich auch so ziemlich der einzige Vorteil, den halt diese neue Karte hat, dass halt da Wege zu sehen sind. Gut, es gibt Menschen, die hätten es auf der anderen Karte auch gelöst. Aber gut, man macht sich da einfach, ne, als Endralea-Entwickler. So, ja, das sieht gut aus. Das sieht doch richtig aus. Aber, also eigentlich will ich schon immer motzen. Ich wollte gerade sagen, wir wollen nicht motzen und nicht meckern, aber eigentlich will ich das doch eh immer. Aber was ich gerne hätte, wäre nicht mehr Nacht. Das wäre schön. Es ist mir echt zu dunkel hier irgendwie. Und ich hätte gern Musik. Das ist, also ich höre ja, es ist ja so, als wäre das halt, ja, real life. So. Ich höre ja nix, ne? Ah, geht doch. Danke, danke, Wunsch erfüllt. Wo sind wir hier? Der Brandenfels. Ach, hier war mal ein Haus. Ach so, ich verstehe. Hallo. Ja, leider ist die Umgebung zu leise, als dass man dich nicht gehört hätte. Es tut mir leid, Hund. Na du, kleiner Fratz. So, Schattenpirscher. Auch nicht das Problem. So. Na, ist noch ein bisschen den Weg auf. Eine Nierenwurz. Guck es dir an. Oh oh. Mit Geschrei? Ey. Mensch. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, super. Ach so, du bist das nur. So. Dann muss ich halt eben, wohl bei dem Bogen könnte ich mal wieder raushauen, ne? Eine meiner vielen Fähigkeiten hier. Wenn der offene Kampf nicht funktioniert, nimmt man halt den versteckten. Das ist ja ganz klar. So. Ich richte es gerade ein bisschen auf, dass es irgendwie ständig verdeckt entdeckt da kommt. Man hätte sich auch irgendwie für was entscheiden können. Da gehe ich gleich hoch. Na. Ah. So. Oh. Sorry.
Ey, das ist doch, und die sind doch einfach mal ein bisschen zu stark hier gerade mal wieder. Das ist diese Scheiße einfach bei Enderal, dass es einfach so fucking unausgeglichen ist. Also ich verstehe es nicht, wie man das so beschissen regeln kann für sich. Sorry, aber was ist das denn für einen Dreckscode hier? Also das ist doch unausgeglichen as fuck. Das kannst du mir doch echt nicht erzählen. Also da ist mal ein Gegner einfach mit einem Schuss weg, der andere macht mich mit einem weg. Das ist doch das ist doch. Da kannst du echt. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, wirklich. Bei Enderal. Was sie sich da gedacht haben, was das Balancing der Gegner angeht. Das ist halt einfach so unfassbar. Ungleich, unfair. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Eieiei. So. Meine Güte. Wenigstens habt das dann davon. Aber sitzt ja auch alle nur mit Stäben wieder mal unterwegs. Das ist auch wieder so ein typisch einfach. Nix können sie, ne? Wenn, dann muss einfach mit Stäben gekämpft werden. So, ich muss jetzt ein bisschen schlafen. Das ist mir echt zu dunkel, hier die ganze Zeit in der Nacht rumzulaufen. Ach, schön. Sehr schön. Was habe ich hier? Lebensabsorption. Ach schon. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt gehe ich hier noch gerade mal kurz den Leuchtturm runter. Also erkunden, was da so ist. Oh, hi. Jo, das dachte ich nicht. So, ciao. Oh, Mann. Oh, sorry. So, das hätten wir. Die haben natürlich einiges wieder mal dabei gehabt. Das ist nicht schlecht. Essen. Das Krustenbrot wird gebrochen. So. Jetzt haben wir Wasseratmung, Mentalismus. Der Namenlose haben wir schon gelesen. Eine Notiz. Wir sollten unseren Standpunkt bedenken. Seitdem die Küste von Piraten als Versteck benutzt wird, die von hier aus sicher die nördlichen Küste von Enderal umschiffen können, schicken die Stahlkrabben vermehrt Expeditionsschiffe in die Gegend. Im ungünstigsten Fall werden sie denken, dass wir mit den Piraten unter einer Decke stecken, wenn sie uns finden. Ja, okay. Ist ja jetzt eh zu spät. So. Von daher, ne, muss mich das auch nicht stören. Ah, hallo. Das war's wohl, kleiner Fratzi. So, aber das ist auch noch nicht am Standpunkt, yo. Das ist noch weit, weit davon entfernt. Ich höre etwas. Ach da. Ein Bär. Hallo. So. Ein brauner Bär sogar. Ein Nazi-Bär. Werde man verboten in Deutschland. So. Jetzt könnte ich schon langsam mal... Okay, das. In dem Gebäude eine Eispranke. Das ist bestimmt irgendwie eine Höhle oder so.
Die vielleicht die da vorne ist, könnte mich mir gut vorstellen. So, das sind Piraten, oder? Ja, so viele? Ach, hi. Aua. Marodeur! Hi. Oh. Und du auch noch? Aua. Aua. Okay. Na, wenn du das so sagst, dann muss das wohl richtig sein. Aber sonst ist hier ja auch nichts Großes. Ja, doch, König Lüstern. Naja, das ist eigentlich nicht viel wert. Ach, guck mal, ein Büro Ambrosia. Naja, gut. Doch besser als nix. Denn Ambrosia sind immer gut. Dietriche auch. Okay. Na gut, hat sich vielleicht doch gelohnt. Okay, ich revidiere meine Meinung nochmal. Das Recht räume ich mir ein. So, dann ist das hier Piratengrotte, kann das sein? Ja. Perfekt. Dann ist da eine Eispranke. Ja, das dauert wieder mal ein bisschen. Ja, und sonst so. Ach, hi. Sag mal. So. Da komme ich bestimmt am Ende raus. Bestimmt. Das ist so ganz klassisch wieder mal. So. Oh, hi. Hört ihr sie alle? Ich höre sie auch. So. Was haben wir denn hier? Also erstmal ein paar Groschen. Eine schöne. Schöner Place. Und das ist auch nicht hässlich hier. Ja, geil. Spielt sich gerade irgendwie einfach so ein bisschen. Oh. Ja, die gucken sich halt gegenseitig an, ne? So. Somit hat niemand was mitbekommen. Ich gehe auf Ausdauer. Das nächste Level. Ich will nicht wissen, wie viele Lernpunkte ich mittlerweile schon habe. Das ist schon einiges, was ich jetzt gesammelt haben muss. Was haben wir hier? Okay. Oder ist da was? Ne, da ist nix. Muss ich hier lang? Okay, auch wieder. So. Bis er mich sieht. Und er auch. Und dann der folgende. Sind schon wieder alle weg. Oh. Ja, die Zeitlupe ist immer gut. Sie ist immer, immer, immer gut.
Für alles. Ach doch, das ist doch mein Pfeil gewesen. Wieso nehme ich denn heute meine Pfeile nicht mit? Was ist denn los? Aber es ist schick hier mal wieder. Also ich finde dieses Minensystem echt nett gemacht. Oh. Da geht's, weiß nicht, wo es hier hingeht. Müsste ich mal gerade ergründen. Oh, was haben wir denn da? Okay. Das ging schneller als gedacht. Ein Eiselementar hat Frostsalz dabei. Eieiei, was ist das denn für eine Krypta? Für eine komische Kuppel. Das ist eine Falltür, okay. Das ist ja prinzipiell erstmal nichts Schlimmes. Das ist ein Groschen. Sogar gut für uns. Sogar sehr gut. So, aber ich kann hier nicht mit zwei. Nee, sogar nur einer Pranke aus dieser Folge rausgehen. Das wäre peinlich. Oh, da kommt auch einer. Tja, das war dein Unglück, dass du. Und das ist euer Unglück, dass ihr hier um die Ecke gekommen seid. Oh, Podrim ist ein bisschen stärker, sehe ich gerade. Aber jede Stärke bringt nichts, wenn es mich gibt. Habe ich das Gefühl. Podrim, was hat der denn so noch so? Nett, nett. Der Brachialität, Schlüssel, Rubin, Wegestreue. Ja. So die ein oder andere nicht ganz schlechte Sache ist dabei gewesen. So vom Geld her. Da kann man doch schon mal nicht meckern, vielleicht. Ist das? Ach, Pulverfass. Hier ist irgendwie so ein geheimes Pulverlager oder so. Nicht uninteressant. Ich würde gerade sagen, nicht interessant. Hey. Wir haben jetzt 20 Minuten. Ich habe noch nicht ein Ding eingesammelt. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Das wäre so peinlich. Das ist halt einfach, weil jetzt die ganzen Dinger kommen, die so. Ja, ich sag mal. Mehr. Auseinander sind. Leute, er sieht mich einfach nicht, oder was? Und, deswegen, aber ganz ehrlich, da hätte ich trotzdem gedacht, dass so ein paar, also mehr als einer, oder zurzeit ja sogar noch keiner pro Folge rankommt. Das ist ja echt, das ist ja traurig. Mensch, Kinas.
Oh. Der Pfad 9, das Fundament. Aha. Was? Achso, Schlösser knacken. Gold. Okay. Oder muss ich hier mich durchschlagen? Nee. Das kann es nicht sein. Ja, aber ich komme hier doch sonst nicht durch. Bin ich da blöd zu? Ja, warte mal. Ich verstehe diese Höhle nicht. I don't get it. Egal. I don't get it. Willy. Hä? Und hier war ich schon? Hä? Was? Ich check's gerade nicht. Alter, das ist enttäuschend heute mit den Erfolg. Oh ja, eigentlich ja mehr der Nicht-Erfolg. Keine Ahnung, wo das ist. Keine Ahnung, wie ich da drin hätte kommen können. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, das andere mache ich jetzt gerade noch. Weil, sorry, ich kann nicht aus meiner Suchreihe eine Folge bringen, wo ich nur eins sammle. Es geht einfach nicht. Sorry, aber das ist mir peinlich. So. Oh, hi. Irgendwie sahen die so stark aus, aber ich glaube, das ist nur Einbildung. Ja, obwohl die sind ein bisschen stärker als die anderen irgendwie. Zwar jetzt nicht so das über, düber, süber. Aber auch nicht komplett ohne. So. Und da oben sehe ich es auch schon. Ah, perfekt. Hallo. Eine breitere Pranki. So, und jetzt muss ich mich hierhin begeben. Okay. Das mache ich auch noch, diese Folge. Warum? Weil, dann habe ich so ein paar von denen, die ein bisschen auseinanderliegen, mal geschafft. So. Jetzt wissen es alle. Ach, das ist Melanobin. Ich dachte gerade schon. Kurzwort. Das kann ja nicht sein. So. Ah, schön, diese Gegenden, oder? Aber schön, einfach so irgendwie wieder mal hier so ein Haus zu haben, was einfach so hier steht. Das ist halt echt, die hätten wirklich sich die Leute ein bisschen mehr kombinieren müssen. Bisschen bessere Game Balancer einstellen. Und das Spiel wäre perfekt.
Spielebalancierer. Keine Ahnung, ob es das so gibt. Burg Brandenfels. Ich kenne nur Brandenburg. Oder Brandenburg. Gehen wir da nochmal gerade rein in die Burg Brandenfels. Hallo, hallo. Was ist das? Für ein komisches Haus. Benötigt einen Schlüssel, okay. Interessant. Oh mein Gott, wer bist du denn? Also ein Obaya, ich weiß, aber... Von wo kommst du? Du bist ja immer... Menschen geschaffen sind, die Sänger gewesen, oder? Irgendwie so war da doch was. Irgendwo hatte ich mal die Geschichte von diesen Dingern gelesen hier. Also sind auf jeden Fall hässlich und eklig. Da ist nur das Dach. Ich gehe mal zwar aufs Dach drauf, aber ich glaube jetzt einfach mal... Ah, so ist das, okay. Ich verstehe. Nemesis, Obaya rufen, okay. Ein paar Groschen. Ich finde das schön mit der Kiste, wie die so bemoost hier ist. Aber hier ist nichts. Das erinnert mich an das Engström-Haus. Falls ihr das kennt, aber... Sonst sehe ich nichts Interessantes. Naja. Muss ja nicht alles interessant sein. Ich hätte halt nur gerne irgendwie jetzt was so über die Hintergrundgeschichte gehabt, aber... Gut. Der... Ungekippte Bäume. Die ungekippte Bäume sehen halt eh immer, die haben halt was. Ich weiß auch nicht warum. Das ist einem entwickelt, das ist sehr, sehr, ja, stupide. So ein ungekippter Baum. Aber es ist ein schöner Effekt immer wieder, finde ich. Imposant. Wenn da so eine uralte. Ich dachte, hier wäre ein Bär. Träume ich doch mal nicht so. Oh, eine Krabbe. Was machst du denn hier? Das ist der Wald. Da bist du ein bisschen falsch. Aua. Hi. Hi. Ich habe jetzt irgendein Knochenfieber oder so gehabt. Knochenbrecherfieber, okay. Ah, Goldforst Matronarchen. Hallo, hallo. Ja, 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 ja. So. So, da. Ah, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Das blinkt mir so ins Auge. So, damit haben wir auch schon echt fast nur noch 100 insgesamt an Sachen, die wir übrig haben, oder? Wenn ich es jetzt so richtig sehe. Und wir haben wieder fast ein neues Level. Das ist unfassbar, wie schnell das hier geht. So. Ja, genau. Nächste Folge... Wird es dann ein bisschen mehr geben, dann werde ich hier alles, was... Nee, das kann ich wahrscheinlich nicht machen, aber alles, was ich hier, dieses ganze Tal, das hier, werde ich versuchen, wahrscheinlich hier, die alle hier zu machen. Aber auch wieder ein magisches Symbol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Sachen wahrscheinlich wieder. Die ich nächste Folge mache und dann kommt hier vielleicht noch das mit einer extra Folge. Dann haben wir auch nochmal 25 Sachen.
Das hier, das wird sich in zwei Folgen, denke ich, mal aufteilen. Also auch wieder schön dicht aneinander mit der Wüste eigentlich. Das sind halt so, Wüste ist halt schön frei. Ja, dann kommt der echte, ey. Das ist dann so das finale Ende. Nordwindgebirge. Aber ich mache jetzt mal Cut. Bis zur nächsten Folge und ciao.